gut für ihn. Jetzt, inwieweit hast du dem Oliver Glasner, das finde ich auch so spannend, diesen Werdegang zugetraut? Ich kannte ihn selber noch als Gegenspieler. Ja. Gegen Oliver, also man hat schon beim Training früher gesehen, dass er seinem Mann steht und auch intern sehr viel redet mit den Spielern, auch mit uns Jungen sehr viel. Und ich durfte jetzt auch im März oben 4 Tage wie ihm hospitieren. Und da kriegt man einen ganz anderen Einblick, wie der Anger Schmidt, Michi, der Bunmeier und der Olli wirklich arbeiten mit Top-Spielern. Und war sehr, sehr lehrreich für mich. Ja. Hat er sich da verändert aus deiner Sicht? Nein, also er ist immer der gleiche geblieben. Man hat immer das Gefühl, er ist sehr down to earth. Er lässt sich die Dinge nicht zu Kopf steigen. Ich habe es spannend gefunden, wir haben vor der Sendung, wir haben während der Sendungen auch schon mal darüber gesprochen, über dieses Thema, wo ihm der Kragen geplatzt ist, mehr oder weniger, und er sich hinter die Mannschaft gestellt hat. Ist es der Oliver Glasner, der dann auch wirklich sich vor die Mannschaft stellt und der dann auch mit einem Journalisten in den Infight geht? Ja, vollkommen, weil du würdest dann auch alles für den Trainer tun. Also er war ehemaliger Profi, er weiß, wie der Hase läuft, und mit diesen Aussagen über den Hasebe etc. habe ich sehr positiv aufgenommen, und mich hat eigentlich gewundert, dass es eigentlich eher so negativ von der Presse gesehen worden ist. Von der Presse vielleicht gar nicht, ich habe es ein bisschen bemerkenswert gefunden, dass aus dem Vorstand von Frankfurt da Kritik gekommen ist. Das hat mir ein bisschen gestört, mehr fast, auch als Spieler, weil ich finde es super, wenn ein Trainer sich vor die Spieler stellt. Als ehemaliger Spieler ist man das immer dann sehr dankbar dafür gewesen, ne? Genau, ja. Also er spielt auch selber noch mit beim Training ein bisschen bei der Höge und ist sehr, sehr menschlich. Also ähnlich wie der Jürgen Klopp, sage ich jetzt einmal, auch wenn ich jetzt nicht kenne, aber er kommt halt sehr persönlich rüber mit den Spielern und für mich ein Top-Trainer, der Olli. Vor allem, wenn man die Eintracht hernimmt, ein Club, der so von der Emotion lebt, ne, wo Fans. Die Fans sich so dermaßen identifizieren. Ja. Und dann spricht er halt einmal sehr authentisch, sehr ehrlich, hat er niemanden beleidigt, hat er vielleicht eine gewisse Emotion nach dem Spiel gehabt. Echte Aggression dabei, gehört alles dazu zum Sport, ja, aber er hat da keine Grenzen überschritten, und vor allem wir als Fußballfans oder da speziell auch von Medienseite kritisieren oft, dass man in den Interviews immer das Gleiche hört, dass alle geschult sind, dass sich da niemand eigentlich das zu sagen traut, was er sich denkt, und dann macht es einmal einer und dann wird er zurückgepfiffen, ne? Ist ja auch irgendwie komisch. Noch Kontakt auch? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zum Olli, aber wie der Thomas schon gesagt hat, man hat früher einfach am Feld schon gesehen, das wäre der gute Trainer. Also das war ganz klar. Also ich möchte jetzt da nicht zu viel von Thomas verraten, aber oft hat man das Gefühl gehabt. Warum nicht? Ja, dann verrate es halt doch. Ist eh schon vorbei. Nein, aber das war gefühlt oft so, der hat im Match von hinten dirigiert und oft die Taktik umgestellt, weil er gesehen hat, das funktioniert nicht so, wie es sein sollte oder was. Also der hat das Heft in die Hand genommen, auch im Training, hat mit Spielern geredet, dem hat man zugehocht, zu dem hat man aufgeschaut. Auch die älteren Spieler, auch Wigald Drechsel, Ewald Brenner, die haben das gemacht, was der gesagt hat, weil sie gewusst haben, der meint das, der kennt sich aus, der meint das ernst, und das hat Hand und Fuß. Und jetzt sieht man es halt in der großen, weiten Fußballwelt sozusagen. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Oliver es nie eine Gefahr gegeben hat, dass ihm der Erfolg zu Kopf steigen könnte. Nein, überhaupt nicht. Er hat ja auch einen super Weg als Trainer gemacht. Er hat ja nicht, also nicht so ein Highflyer gewesen von 0 auf 100, sondern der hat einen ganz klaren Karriereplan gehabt. Und der hat sich ja hochgearbeitet, Step by Step. Und ich glaube, dass er auch sehr down to earth ist und weiß, dass er sehr demütig ist, dass er dankbar ist für das, was er hat, weil das ist alles nicht selbstverständlich in der heutigen Welt. Und deswegen glaube ich, geht er seinen Weg so weiter und macht das auch sehr gut. Glaubst du, wieder jetzt Pause machen eher, oder gibt es schon im Hintergrund? Ja, schwer. Normalerweise, er ist jetzt in einer Situation, wie sich der Trainer eigentlich wünschen kann. Er geht als erfolgreicher Trainer von Frankfurt, und immer wenn man erfolgreich ist, hat man auf der guten Deutsch gesagt keinen Stress. Wenn man aber rausgekaut wird, dann ist immer ein bisschen ein negativer Touch dabei. Aber wenn man wo geht, als Europa-League-Sieger mit einem Underdog, dann dauert es 3-4 Monate, wo die ersten Trainer fliegen bei den Top-Clubs, und dann ist er im Gespräch. Was würde dich überraschen, dass der Vertrag aufgelöst worden ist? Jetzt hast du gesagt, du hast hospitiert dort, du hast doch noch Kontakt ein bisschen. Also für uns Außenstehende war das vielleicht schon, es hat sich ein bisschen gezogen. Er ist aber immer davon, hat in allen Interviews gesagt, ich gehe davon aus, dass ich im nächsten Jahr noch Trainer bin bei Eintracht Frankfurt. Deshalb war es schon auch überraschend, oder? Also ich glaube auch, dass er verlängern hätte können, glaube ich, bis 2026. Und er war einfach so ehrlich, wo er gesagt hat, immer, ja, wer weiß, ob ich noch im Sommer Trainer bin, ich unterschreibe das nicht quasi. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an, weil viele Trainer oder Menschen verlängern dann. Man wird rausgeworfen nach 3 Monaten und kassiert dann noch eine schöne Summe, bis man einen neuen Verein findet. Und so hat er, glaube ich, für sich auch einen schönen Abschluss, wo jetzt niemanden
was nachtragen kann und kann auch positiv in die Zukunft schauen. Und so richtige Top-Trainer nutzen so eine Pause oft, um eine Sprache zu lernen, habe ich mal gehört. Aha. Welche Sprache lernt er gerade? Ja, Englisch cool wahrscheinlich ganz gut, aber Spanisch und Italienisch ist vielleicht auch ganz interessant. Also. Ja.